Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Brandenburger. Ich muss mal kurz auf Herrn Schätz eingehen. Ja, Sie prahlen hier mit Ihren 10 Bundestagsabgeordneten, werden was reißen. Die SPD ist seit langer Zeit an der Regierung und hat nichts hinbekommen in dieser Beziehung. Muss man einfach mal sagen, in der Beziehung muss ich den Linken recht geben. So, wenn ich mir den Antrag angucke, ja, kann ich nur wiederholen, so leid mir das tut, die Linken haben den sozialpolitischen Kompass, den sie mal hatten, verloren. Ja, anders ist dieser ganze Antrag nicht zu verstehen. In Berlin, gucken wir uns mal an, der Mietendeckel krachend gescheitert. Die Bevölkerungszahlen der Weltstadt sinken, die Menschen ziehen nach Brandenburg. Ob das immer gut ist, das wissen wir nicht, das können wir später mal beurteilen. Ja, die Wohnungssituation entspannt sich in Berlin kein Deut. Das ist weniger schön. Und das Land Berlin kauft völlig überteuert 15.000 Wohnungen für Milliardenbeträge auf, was überhaupt keinen Sinn ergibt, da diese ja erst Jahre zuvor billig verkauft worden sind. Und nicht zu vergessen, wie viele Plattenbauten man abgerissen hat, ohne Ersatz zu schaffen dafür. Außerdem ein Sinn vielleicht, dass man durch teuren Aktionismus vom eigenen Versagen ablenken möchte. Ja, ich sehe keinen Sinn in diesem Antrag. Man nennt, ich würde mal sagen, nennt man als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Herr Abgeordneter, lassen Sie diese Zwischenfrage am Mikrofon 3 zu. Ich kann gerne eine kurze Intervention machen, Herr Schätz. Dabei ist das Thema ernst. Sehr richtig, haben die Linken festgestellt, ja, dass in Brandenburg teilweise die Mieten exorbitant steigen, gerade im Speckgürtel, aber mittlerweile bis runter nach Cottbus und auch in die Lausitz und in die Prignitz oben rein. Das ist halt Sache so, das ist so, wenn man Wohnungen abbaut durch die EU-Programme, geförderte Wohnraumabbau macht, ja, in den Innerstädten und nichts dem entgegensetzt und wieder vernünftig baut. Aber ein Mietpreisdeckel hilft der Tatsache nicht. Mit der Flucht der Menschen aus dem schlecht regierten Berlin hat das bei Ihnen wahrscheinlich nichts zu tun. Ja, muss man einfach mal sagen, Sie sind da in der Regierungsverantwortung in Berlin. Sie hätten es in der Hand gehabt, Sie haben zehn Jahre lang in der Hand gehabt, Wohnbauprogramme aufzunehmen, die Sie hätten sehen lassen können. Bezahlbarer Wohnraum ist das Zauberwort. Bezahlbarer Wohnraum und die Wirtschaft einfach mal machen lassen. Vernünftig, vertragliche Bund. Der soziale Wohnraum ist überflutet von dem, was Sie hier ins Land geholt haben, mitgetragen haben, dass es ins Land gekommen ist. Ja, die Billigwohnungen, die Sozialwohnungen werden gerade in den Gemeinden und Ämtern Leuten überlassen, die in SGB II leben und wahrscheinlicherweise immer leben werden, weil sie nicht integrierbar sind. Das ist nun mal halt auch ein Rückkehrschluss. Seien Sie doch mal ehrlich, warum wir gerade auch im ländlichen Raum keine Wohnungen haben, ja, oder im Speckgürtel. Dann kommen die Energiekosten dazu, die Mietkosten steigen auch. Ja. Das hat nur nichts mit Ihnen, die Energiepolitik, die Sie mittragen, zu tun, die Grüne. Die Inflation ist da, das hat nichts mit Ihrer Wirtschaftspolitik zu tun. Ja. Für mich ist das kein Kurs einer Arbeitnehmerpartei mehr oder einer Arbeiterpartei, wie Sie sich immer so gern schimpfen. Und uns ist schon klar, warum Sie den Irrsinn mittragen. Planwirtschaft liegt Ihnen. Am besten Planwirtschaft auf dem ganzen Kontingent und Deutschland darf dafür bezahlen, richtig? Wenn ich Frau Jelinek immer sehe, wo sie sich um alles kümmert, ist das wunderbar. Und Sie wundern sich, warum die Mieten steigen und beinahe aus dem Bundestag, ja, warum die Mieten steigen und Sie beinahe aus dem Bundestag rausgeflogen sind. Hätten Sie sich der dritte Direktkandidat, wären Sie nicht mal mehr drin. Da brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Sie weiter so eine Politik machen, Mietendeckel. Dabei jetzt festzuhalten, es gibt kaum noch sozialen Wohnraum. In Berlin-Fernlin herrscht Leerstand, wurde auch schon gesagt, ja. Und in der Großstadt Potsdam und im Speckgürtel wird das Leben unbezahlbar mittlerweile. Das sehen wir ein, die Gründe sind richtig. Aber wie gesagt, der richtige Weg ist der bezahlbare Wohnraum. Wohnungen soll es nur noch für Potsdamer geben, habe ich da irgendwo schon mal gelesen, irgendein Antrag von den Linken. Ne? Merkwürdig für eine offene Stadt, die Flüchtlinge aus aller Welt in ihre Mauern zieht. Das sind völlige Widersprüche in ihrer kompletten Politik. Ja? Und für uns dient ihre Politik nur noch den Blendungen der Menschen, um irgendwas wieder zurückzuholen, was sie vielleicht mal bedeutet haben wollen, kurz nach der Wende. Die Zeiten sind vorbei. Und mehr möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Wie gesagt, überdenken Sie Ihren Antrag nochmal, ziehen Sie ihn zurück, hat man heute schon mal gehört, brauchen Sie aber nicht machen, weil Sie können ja Anträge stellen, wie Sie wollen. Und überlegen Sie mal, der Kontext zum bezahlbaren Wohnraum, ja, wenn man den Unternehmern die Möglichkeit gibt, vertragliche Bund mit den Kommunen über Jahre hinweg bezahlbaren Wohnraum anzubieten, dann machen die das nämlich auch. Ja, gerade wenn Sie bauen wollen im ländlichen Raum im Speckgürtel. Und das ist nämlich der Trugschluss. Da sollen Sie sich mal vielleicht mit den Kollegen in der Fläche unterhalten, mit Ihren Kommunalpolitikern, bevor Sie so ein Ding hier raushauen. Vielen lieben Dank.